Wir empfehlen heute die Serie Seattle Firefighters. Diese Serie hat zum Teil so ein Crossover mit der Serie Grey's Anatomy, die ihr vermutlich kennt. Ihr wisst Bescheid. Ja, und bei der Serie ist jetzt sogar die 4. Staffel schon gestartet und läuft gleichzeitig mit Grey's Anatomy. Also man sieht auch immer teilweise die... Boah, dieser Hund! Hier ist die ganze Zeit ein Hund. Man sieht auch teilweise die Charaktere aus Grey's Anatomy in Seattle Firefighters. Da geht es aber nicht um Krankenhaus, sondern halt eher um Feuerwehr. Ne? Ist klar. Und kann man sich auch auf Disney Plus angucken. Ist cool. Kann man machen. So viel dazu. Hallo Friends und willkommen zu unserem neuen Video. Boah, wir haben es ja mal wieder hingekriegt. Heute gibt es von uns die Ein-Wort-Challenge. Für die, die diese Challenge nicht kennen, ich erkläre sie ganz kurz. Hier nochmal Disclaimer, wir haben es natürlich erfunden, aber eventuell haben wir es wieder bei Julian Bam, Rezo und Julia Beautix gesehen. Also an dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Es geht darum, eine Geschichte zu erzählen, aber nicht eine ganz normale und auch nicht von einer Person, denn jeder sagt ein Wort abwechselnd und nachher sehen wir mal, welche Geschichte daraus entsteht. Wir sind sehr gespannt und haben uns auch schon ein paar Thematiken überlegt. So, und ja. Ich suche mal jetzt aus, mit welcher Thematik wir denn starten werden. Und wir werden starten mit der Thematik Horror. Wir werden jetzt eine Horrorgeschichte uns überlegen. Ja, kann man so auch einfach ausdrücken, muss man nicht kompliziert machen. Wer fängt an? Schnick, schnack, schnuck. Boah, ziehen wir das jetzt hier durch, ja, oder wir ziehen was? Das durch. Schnick, schnack, schnuck. Du machst hier jetzt mal extra Splash. Ja, Splash, du machst hier jetzt mal, ja. Ja, weil ich bis jetzt immer damit gewonnen habe. Wir gehen in den mysteriösen, verzauberten Schlachthof, der gruselig aufgrund komischer, beobachtenden Geschichten ist. Wir, schon wieder wir, ich habe eine Geschichte im Kopf, du musst das jetzt nur ausführen, wollen... Danke, danke, danke. Herausfinden, wer Recht über die mysteriösen Geschichten hat und die Geschehnisse zu glauben versucht. Sind! Du zerstörst die ganze Geschichte! Ja, genau. Ja. Nachts um 3 Uhr. Mann, ich wollte es umgehen, Uhr zu sagen. Wanderten 3. Wir! Wir! Wir wollen es nachher rausfinden. Du machst es viel zu kompliziert. Du machst es viel zu unkompliziert. Bauklötze und Schachfiguren mit Messern aus dem Gummischlachthof. Hä? Aus Gummischlachthof? Was ist das? Aus dem Gummischlachthof. Ja. Aus dem Gummi können die auch schlecht wandern. Messern aus Gummi. Messer sind aus Gummi. Nein, die wandern aus dem Gummischlachthof. Mit Messern aus Gummi auf den Schlachthof. Und du sagst Gummischlachthof. Nein, aus dem. Hä? Ich hab dem dazwischen noch Wieso gesagt. Und dann sagst du Gummi. Aus dem Gummi. Aus dem Material des Gummis. Das ist kein Deutsch. War die Geschichte schon vorbei oder? Ja, ich glaube, sie ist vorbei. Ja, nein, du musst noch eine Sache sagen. Nee. Sag das jetzt. Das sage ich jetzt. Das sagst du jetzt sowas. Fragezeichen. Ja, okay, mal gucken, ob die nächste Story erfolgreicher wird. Unser nächstes Thema lautet Werbung. Wir drehen einen Werbespot. Okay, und wir machen vorher nicht fest, über was. Oh, okay. Aber du musst jetzt auch direkt so drauf sein wie im Werbespot. Weiß ich. Okay. Hier seht ihr das ultimative, neue, ausdrucksstarke Deodorant mit feuchten Geschehnissen. Yeah! Dein Yeah zählt nicht. Ich muss doch irgendwie den Satz beenden. Punkt. Falls
ihr mal feuchte Achseln haben solltet, dann kommt in unseren Markt der Vertrauensbasierungen. Oh mein Gott, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also Vertrautheit oder was Schlaues halt, aber. Ja, vielleicht ist einfach des Vertrauens, ne? Aber ja, genau. Wir machen es kompliziert, kenne ich dich ja, ja? Weiter. Ausrufezeichen. Immer für jeden oder jede. Zur Entfeuchtung, zur Stelle. War auf jeden Fall schon mal erfolgreicher, würde ich behaupten, als die Horrorgeschichte. Ich glaube, es würden mehr unser Deodorant kaufen, als Leute in diesen Horrorfilm gehen. Ja. Als nächstes hätten wir ein Märchen. Es war einmal ein Donut, der immer zur Schule rollte. Aber eines Tages fand er ein Geheimnis heraus. Denn dieses Geheimnis war er. War er wahr? Nee. Mach einmal, was ich sage, bitte. Boah, war ein verträumter Prinz. Verwunschen halt dann besser. Ja. Der von einer Magd aus Königreich. Hä? Aus Königreich! Mit. Aus Königreich mit Klausur. Klausur! Klausur. Nita, die ganze Zeit was will ich mit Klausur. Ich hab lieber versprochen. Anstatt Klausur gesagt und hab mich aber dann verbessert und du so, Klausur? Du hast dich erst nach dem 5. Mal verbessert, da war das Wort schon eingebrannt. Lecker kam. Danach wurde der Donut aufgegessen. Und falls sie schon gestorben sind, dann leben sie nicht mehr heute. Ende. Okay. Also ich bin ja der festen Überzeugung, du hast den Donut gegessen. Nee, die Magd aus dem Blausen. Die Magd hat den aufgezogen. Ich hatte voll die emotionale Geschichte. Er wurde von seinen Königseltern verstoßen, wird von der Magd aufgezogen, ist deswegen zur normalen Schule gegangen und dann hat er herausgefunden, er ist der verwunschene Prinz. Aber er wurde im Endeffekt von seiner Magd aufgegessen. Ja, okay. Wir machen jetzt einen Tagebucheintrag. Wir machen jetzt noch zwei Turbo-Durchgänge, ja? Okay. Liebes Tagebuch. Heute war ein schlimmer Morgen. Denn als ich zu meiner Turbo Großcousine gegangen bin, ist mein Beutel mit all meinen Sachen von uns gegangen. Es war traumatisch für mich. Voll schön, für mich. Danach war ich traurig im Schwimmbad. Und dann das Schwimmbecken und explodiert meine Hose. Du brauchst zu lange, das ist Turbo-Runde. Aber Amen. Geil. Okay, letztes ist Verbrechen eines überaus dunklen und feuchten Tag. Bin Tages. Ist. Wie sie sich verbessert. Ein Dieb. Aus dem Bankgebäude ein Wort gestohlen. Ein Dieb ist gestohlen. Wie konnte er eindringen, ohne gesehen zu werden? Aber da, aber Olaf, der Schneemann, kam
und hielt ihn mit seiner Stockrosette Nase auf. Am nächsten Tag war Sommer und Olaf weg. Oh mein Gott. Trotzdem lieben alle Olaf, denn er ist ein Held. Es war deprimierend. Heute jetzt wisst ihr, was wir für dunkle Gedanken haben, die wir dann ausleben. Heute war irgendwie mal ein ganz anderes Video. Ja, wir haben unsere dunkelsten Gedanken und gesegnet. Kommentiert gerne, ob wir das ein Wort, das Video. Kommentiert gerne, ob wir das Video nochmal drehen sollen und ob ihr unsere Geschichten, trotz dass sie deprimierend, schwach und unlustig waren, drehen gefallen haben. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Mein Kommando. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und ob ihr uns mögt. Nein, dann gibt keiner einen Daumen nach oben. Ja, wegen dir. Schabadaka Place! Und dann Anna. Schaut gerne bei Daka Place und unser. Ich schneide da einen Fehler rein, ne? Das wirst du sowas von wissen. Ach ja, und vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Schaut bei Daka Place und unseren anderen Social Media Kanälen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!